So, meine Lieben, dann machen wir mal einen Impuls für heute. Ich wurde gefragt, wie die Karten heißen. Ich habe leider die Schachtel nicht mehr, weil die nehmen auch immer so viel Platz weg. Ich habe sie in Paris gekauft, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, Leute. Tut mir leid. Ja, weil mit diesen vielen Kartons, die sind manche so übergroß für die Karten, das nimmt einfach so viel Platz weg. So. Also, hier kommt eine ganz neue Seite im Buch des Lebens auf uns zu. Das ist mal der erste Schritt, ja. Und wir finden wieder die Liebe und stellen die Liebe auch in uns selber wieder her. Das sind mal die zwei Überthemen in jedem Falle. Und jetzt schauen wir einfach weiter, was so vielleicht heute im Verlauf des Tages einfach auf euch zukommt. Und wir gucken da jetzt rein. So, das ist auf jeden Fall Wachstum und Stärke, was die erste Karte uns sagt, ja. Dann geht es hier um dich selber und um deine inneren magischen Momente, die du hast, ja. Passt auch jetzt natürlich super zum Oktober, die Fledermaus, ja, gerade so Richtung Halloween natürlich eher an Bedeutung gewinnt. Also ist auch immer der Wiederbringer, der Mittler zwischen den Welten, ja. Und da hast du natürlich auch eine Begabung. Lass dich auch nicht von Feinden irritieren, vor allen Dingen nicht, was dein Herz, dein Gefühl, deine Laune betrifft, ja. Sondern geh hier wirklich stark und stramm weiter, denn wo sich eine Tür schließt, geht definitiv eine neue für dich auf. Das ist mal so das, was das Orakel Lütsche sagt. Und jetzt gucken wir mal noch in die Kipperkarten rein. Natürlich gibt es die 50-Euro-Legung mit Liebesbooster noch. Dazu schreibt ihr mir am allerbesten bitte über WhatsApp. Das ist der einfachste Weg, ja. Und wenn ihr PayPal habt, dann ist meistens auch am selben Tag noch eine Beratung drin, ne? Also gar kein Problem. Auch hier aufpassen, etwas Verlorenes kommt wieder. Der Dieb nimmt ja immer hier von der Seite weg, ja. So, also da nimmt er erstmal den Einfluss von einer falschen, negativen Person weg, die dir jetzt ein bisschen rumgenervt hat, ja. Und dadurch kommt wirklich Stabilität einfach wieder rein. Vor allen Dingen in die Liebe. Aber ein bisschen trotzdem achten auf die Gesundheit. Überfordere dich heute nicht, was den Körper betrifft, ja. Sondern gönne dir da auch ganz klar Ruhephasen. Das sind mal die Ratschläge der Karten so für heute. Und ich wünsche euch natürlich einen super tollen Dienstag, einen weiteren tollen Portaltag. Die Zeremonien machen ungemein viel Spaß, geben mir auch ungemein viel Kraft. Und von daher mucho, mucho amor.